So Leute, ich habe heute Lasagne gekocht und das ist meine Lasagne. Das Lustige ist, ich habe gekocht, ich war fertig, ich habe sie in den Backofen geschoben und dann bin ich schlafen gegangen auf einmal für 3 Stunden oder so. Zum Glück hat meine Mom aufgepasst auf das Ding. Die ist noch warm und wir tasten jetzt und ich hoffe, dass die gut ist, Leute. Wenn nicht, dann koche ich nie wieder. Oh Gott, Mensch. Mein Rücken tut weh. Ich komme ins Alter. Ich habe ganz viel Käse gemacht, Leute, weil ich I love cheese. Es sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall, Leute. Okay. Und jetzt der Taste-Test. Ja, das ist halt übelst das Salz da reingeflogen einmal. Das Salz reingeflogen? Ich koche nie wieder. Ich hatte voll wenig Salz reingetan. Auf einmal ist diese Mühle hier aufgegangen, ist da so viel Salz reingeflogen. Mann, ey. Ich dachte, ich lerne kochen, aber jetzt hat sie dann nicht geklappt. Ich schwöre, Leute, ich habe so nur so ein bisschen Salz reingemacht. Auf einmal, das Ding ist irgendwie aufgegangen. Ich muss einen Tropf machen, die Hälfte ist reingeflogen. Ich dachte, okay, oh mein Gott, ich verteile das, weil das sah voll viel aus. Aber nein, es schmeckt nach einer Salzbrühe. Das heißt, nächstes Mal nur ein Tropf Salz. Und, also ich habe Hunger und ich brauche einen Plan B. Inga, du weißt schon. Boah, Leute, ich habe mir Subway bestellt und ich bin traurig. Kannst du dich fragen, warum? Wegen deinen Boys. Nein, weil ich kein Halloween-Kostüm habe. Ja, Leute, jeder geht halt irgendwas Cooles oder geht auf eine Party. Also ja, ich könnte auch feiern gehen, aber ich gehe nirgends so alleine hin, darauf habe ich gar keinen Bock. Und, ja. Feierst du nicht mit Mercedes? Ja, doch, aber es ist nicht dasselbe. Es ist ein bisschen langweilig mit dir, aber erzählt sie nicht. Denkt, ich finde sein Last-Minute-Dings morgen. Weil ich habe mich ganz so, ich habe mich ganz in der Förderung gefreut. Ich hatte voll die großen Pläne, Alter. Ich habe so, mein Gott, ja, ich gehe mit der und der und der raus. Und im Endeffekt mache ich dieses Jahr nichts. Und an Halloween hatte ich immer irgendwas gemacht. Immer. Letztes Jahr hatte ich so viel Spaß, dass ich dann noch eine Woche lang krank war. Und 2022 war ich drunk. Und da hatte ich auch Spaß. Wisst ihr, da bin ich als Engel gegangen. Und es hat auch. Und es hat echt Spaß gemacht. Und 2021 hatte ich auch Spaß und jetzt kein Spaß. Ich kann nicht zu Hause hocken. Halloween ist fast wichtiger als Weihnachten für mich. Vor allem als so eine Witch. Das ist Halloween schon sehr wichtig, Leute. Und ich fühle mich da richtig magisch. Was? Ja. Ich liebe Halloween. Jetzt in Amerika, die machen das so cool. Hier in Deutschland ist gar nichts los. Ich geh zu Lidl, Leute. Die haben gefühlt 3 Sachen von Halloween. Früher. Habt ihr früher mal die Abteilungen gesehen? Was war da jetzt los? Ich will was gucken, Leute. Ich suche nach Horrorfilmen für morgen. Nein. Ja, was dann? Hä? Ist ja nicht doof? Kannst mal auf Picknick gehen. Ich habe schon geguckt, da ist nichts Besonderes. Ja, okay, dann lösche ich das jetzt. Oh mein Gott, gib mal bei Uber Eats ein Halloween. Jetzt Halloween ist was ganz Besonderes. Für deine Rituale. Da kommt eine Halloween-Überraschung. 10% bei Uber-Geschenkkarten. Ich krieg gleich einen Kinderkiss. Wir können die Halloween so unseriös nehmen. Was soll das? Warum ist es überhaupt kein Feiertag? Check ich auch nicht. Wirklich? Oh mein Gott, ich google nach Kostüme, nach Last-Minute-Kostüme. Leute, Eck hat sich wieder Essen bestellt, weil sie wieder nichts Gutes gekocht hat. Es war gut, aber nur das Salz, Mann. Nur das Salz macht viel aus. Das Essen, was ich gekocht habe, das Essen, was ich esse. Ich stelle euch jetzt vor, was ich mir bestellt habe, Leute. Leute, merkt ihr in den Vlogs, dass es immer nur um bestelltes Essen geht? Aber ich tue nichts anderes als essen und schlafen. Und ab und zu nehme ich einen Atemzug an Luft. Erstmal, Leute, die Lay's Chips, die sind die besten. 3-mal Watchy Macadamia Cookies, Leute. Wer nicht Watchy Macadamia Cookies? Watchy Macadamia Cookies. Was? Watchy Macadamia. Was? Watchy Macadamia Cookies. Das sieht gleich aus.
Okay. Die Cookies sind du. Ja. Du hast gerade voll gezittert. Was? Alles gut bei dir? Nein, schon lange nicht. Dann Leute, dreimal Chipotle Southwest Sauce. Was ist die Soße? Chipotle Southwest. Und welche Cookie? Watch your macadamia. Dann. Waffle Medium oder so. Ich verstehe eh nicht, warum die diese Potato Bites weggemacht haben, Leute. Weil ich hasse eigentlich diese Waffle-Dinger. Aber das ist so, als ob man dann Burger ist ohne Pommes. Ja, aber heute sind die nicht so arg verbrannt. Sehr gut. Boah, ich glaube, meine Freundin hat gute Arbeit geleistet. Nur ein halbes heute. Ja. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich ein ganzes esse, dann fühle ich mich voll creepy. Ganz merkwürdig. Ah, und eine Pepsi, Leute, weil ohne Pepsi geht's nicht. Naja, weil sie haben keine Cola. Ja. Mit was ist das? Mit Röstzwiebeln, Tomaten und Chipotle Southwest Soße. Welche Soße? Chipotle Southwest. Und welche Cookie? White Macadamia. Leute, und wisst ihr, wieso Ex sich so viel Soßen bestellt? Sie tunkt nachher diesen Cookie in die eklige Soße rein und dann kriegt sie Bauchschmerzen. Oh mein Gott. Aber das war vielleicht in der Hand zu viel. Was machst du jetzt? Chips drauf. Für den Geschmack. Und die Soße. Mal gucken, was wird. Ich und Inga sind noch ein bisschen am Struggle, was für Filme morgen gucken, Leute. Ich bin für einen Thriller. Nein! Leute, ich oh Gott, ich hab's vorausgesehen. Blink Twice ist voll cool. Nein, das will ich nicht gucken, Inga. Sonst gucke ich alleine, ganz ehrlich. Leute, jedes Mal, wenn ich wieder einen Horrorfilm gucke, kommt ihr mit irgendwelchen Thrillern oder Action. Und ich hasse Thriller- und Actionfilme, Alter. Ich kann das nicht mehr sehen. Der ist nicht gut, oder? Ich habe überlegt, an Halloween werden nur Horrorfilme geschaut, Inga. Nur Horrorfilme. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Also, wenn ich Horrorfilme schauen möchte, dann möchte ich schon was Neues. Aber ich habe auch keinen Bock, Kino zu gehen. Check ist scheiße. Oh mein Gott. Was? Leute, morgen kommt Terrifier 3 raus. An Halloween? Ja. Ist nicht längst draußen? Nein, in Amerika ist der 10.10. und in Deutschland 31.10. So habe ich das verstanden. Ja, aber ich gehe nicht morgen. Ich habe keinen Platz. Ich bewege mich hier nicht fort. So. Ja, Leute, und Terrifier 3 soll anscheinend so schlimm sein, dass die Leute im Kinosaal eine Kotztüte mitbekommen. Was? Ja, aber nicht hier in Deutschland. In Amerika, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich habe auch seit 2 Tagen voll die kranken Rückenschmerzen, Leute. Ich weiß gar nicht, von wo das kommt. Ich stehe auf, mein Rücken tut weh, ich drehe mich, mein Rücken tut weh. Ich weiß nicht, von wo das kommt und wie das wieder weggeht. Ich fühle mich wie 50. Habe mit einer Frau geredet, die so, sie haben so Glück, dass sie noch jung sind. Ich so, ja, ich fühle mich ja wie 50. Da hat sie gedacht, aber ich meinte es ernst. Heute sind die gut, Leute. Sonst sind die immer verbrannt und hart. Ohne Liebe. Inga, was essen wir morgen? Anna, du isst doch gerade und du denkst schon über das Essen für morgen nach. Ja? Willst du Watch Your Macadamia Cookie? Mm-mm. Was? Mm-mm. Atemberaubend. Leute, aktuell mag ich Pepsi fast mehr als Cola. Warum? Gott, was war das? Was ist meiner Seele? Ich weiß nicht. Pepsi ballert aktuell ein bisschen mehr als Cola. Also ich finde es von der Stärke her, fand ich Pepsi immer säurehaltiger. Es hat meinen Magen mehr weggeätzt als Cola, wisst ihr? Und das mag ich. Keine Angst, Inga. Ich helfe dir mit Horrorfilmen raussuchen. Als ich 12 war oder so, hat Inga mich gezwungen, einen Film mit ihr zu gucken. Oh mein Gott, wir können Annabelle gucken. Ich habe schon Annabelle-Teile durch, sogar auf Spanisch. Annabelle Costa, Costa Malacola, irgendwas, Digga. Leute, ich musste andere Teile auf Spanisch, Deutsch und Englisch gucken, weil ich damals auch kein Netflix hatte. Und da auf Netflix habe ich auch geguckt. Chucky ist auch früher im Fernsehen gelaufen, Leute. Chucky war auch so creepy. Und Leute, was sollen wir an Halloween gucken? Empfehlt Horrorfilme bitte, weil eigentlich habe ich auch schon viele durch. Und ich will halt auch was mir wirklich Angst macht. Ich muss mein Zimmer aufhören, das ist voll messy geworden, irgendwie seit gestern. Boah! Boah, Leute, Elke hat so fett gerülpst.
gerade so gestunken. Sollen wir einen Superstar kennen? Oh, ey. Inge, wo sind meine Cookies? Welche Cookies? Meine Cookies. Wie heißen die? Watch Macadamia. Wie? Watch Macadamia. Wie? Watch Macadamia. Wie? Watch Macadamia Cookies. Da. Oh, ja. Ja, als ob du nicht gesehen hast. Erstmal nicht. Mein Rücken tut weh. Bist du meiner Mama? Ich will Scream werden. Was? Ja. Kostüminspiration gesehen und ich möchte Scream werden morgen. Mein Gott, Leute, sie hat's getan. Den Cookie in die eklige Soße. Ja. Das war lecker. Das ist probiert mal Chipito Sauce mit Watchi Macadamia Cookie. Wie? Watchi Macadamia Cookie. Wie? Watchi Macadamia. Leute, ich kann auch ein Tutorial. Übrigens, Leute, unser neuer Merch kommt am 1.11. raus um 18 Uhr. Link ist in der Bio. So, Leute, Ecke ist in TikTok-Fassungen. Das war's mit Aufwand, wie ihr seht. Hat sich was verändert? Nein. Ich habe zwei Klamotten geknickt. Diese Klamotten, meinte sie. Das war's und du gehst dann so schlafen. Nein. Ich habe gestern auch aufgeräumt um 1 Uhr morgens. Darf ich mal. Aber warte, ich habe dich zwei morgens gehört, wie du deine Haare geföhnt hast. Ja. Ich föhne oft um 2 morgens meine Haare. Und du stehst wann auf? Um 6? 6.30 Uhr? Ja, ungefähr. Mal so, mal so. Mal gar nicht. Du musst schneiden. Was war eingewachsen? Tut so weh. Sel? Hallo? Hallo, Sel. Ah. Wenn du zurück bist, kannst du Vitamin C operieren, weil der fängt an weh zu tun. 50 Tacken. Ey, das ist voll teuer, kann ich dir verraten? Plus 30 Euro Verbandsmaterial oder OP-Kostenmaterial. Kann ich das in Raten zahlen? Weil nein. Alle professionellen. Ah! Das heißt, ich würde sterben. Ich habe einen eingewachsenen Zehennagel. Und das Beste ist, sie will sich von einer Cell operieren lassen zu Hause. Hä, aber auf TikTok habe ich auch gesehen, dass voll viele gemacht haben, wo das halt noch nicht so weit drin war. Es ist noch nicht so weit drin. Ich habe es auch öfters alleine gemacht, aber das kommt immer irgendwie zurück. Und Zell meinte die Kante. Oh mein Gott. Inga, weißt du noch? Guck, Leute, Dr. Zell, ich hatte auch mal hier eine Warze. Weißt du noch? Ich habe die rausgeschnitten. Ich hatte eine Warze, aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, hier, man sieht das noch. Und die meinte, die macht kurz was. Leute, auf einmal mein Finger hat voll wehgetan. Ich guck, die hat einfach irgendwie abgeschnitten. Aber man, das gar nicht dürfte. Einfach so abschneiden, weil das ja theoretisch zu dem Fleisch von meinen Fingern irgendwie gehört hat. Und jetzt einfach abgeschnitten. Ich dachte, mein Finger ist ab, gell? Aber egal, ich vertraue Dr. Sell in ihrer hygienischen Arztpraxis. Hä, ich gucke jetzt ein eingewachsener Zehennagel, Amazon-Paket. Die meinte, 30 Euro kostet es, Leute. Das geht bestimmt auch billiger. Ja, die zieht mich voll ab. Was ist 30 Euro? Leute, 15 Euro. 20 Euro, aber keine 30 Euro. Jetzt vielleicht braucht sie was ganz Spezielles. Meinst du? Ja, von McDonald's oder so. Guck hier, Amazon. Guck mal, man hat diese tolle Geräte. Und dann im Krankenhaus. Ich hoffe, ich muss danach nicht ins Krankenhaus. Am besten schminke ich mich davor, falls irgendwas ist. Gell? Also, ich meine, wäre ja nichts Neues, wenn ich wieder ins Krankenhaus muss. Alter, eine schreibt, hab einfach meinen Fußnagel rausgezogen. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Leute, wer kann random einfach seinen Fußnagel rausziehen? Das tut doch weh, Alter. Danach brauche ich erst noch 2 Wochen Krankenhausbesuch. Aber wie wär's, wenn du zu Baum gehst, nicht zu einem Arzt? Alter, bist du krank? Du tust so, als wärst du nicht krankenversichert. Leute, spinnt Inga. Hä? Ich muss zu einem Arzt gehen. Ich muss dann erklären, was ich habe. Da muss ich mir da frei nehmen. Da muss ich mit Menschen reden. Da müssen die meinen Fuß angucken. Da müssen die meinen Fuß behandeln. Wenn ich in 8 Monaten erstmal einen Termin kriege oder in einem Jahr, nachdem die mich böse angeguckt haben. Und dann schicken die mich dort und dorthin. Nee. Nee. Ich vertraue Dr. Sell. Und ganz ehrlich, wenn es so. Oh mein Gott. Doch, ich schmink mich davor. Weil wenn's. Ist nicht dein Ernst? Doch, schmink mich davor. Weil wenn es richtig schlimm ist und es infiziert ist, muss ich ins Krankenhaus, sonst bekomme ich eine Blutvergiftung und dann sterbe ich daran. Herr Ehrlich, einer hat geschrieben, der hat Sepsis gekriegt ist hier. Ja, warum gehst du nicht zum Arzt? Junge, ich hab dir doch gerade erklärt. Und dann, wie wirst du es denen erklären? Wenn du im Krankenhaus bist?
dass ich einen eingewachsenen Zehner habe. Ja, und wie ist dazu gekommen? Weiß ich nicht, wie es gekommen ist. Nee, dass du jetzt bei denen gelandet bist. Dass ich das selber machen wollte. Ja, aber voll viele machen das. Es ist ja noch nicht so schlimm. Was ist deine Entscheidung? Ich gehe zu Dr. Sell, aber die muss mir einen günstigeren Preis machen. Aber ist egal, du hast das Problem. Ja. Du musst aufräumen. Ich habe keine Kraft, ich bin depressiv. Guck mal, wie Ex sich gehen lassen hat. Kann mir jemand helfen mit dem Aufräumen? Guck mal, ich seh Mercedes nicht mehr. Mercedes, wo bist du? Wo ist er da? Boah, hier, Leute, hat sich auch absolut nichts geändert. Sie hat nur diese zwei Oberteile, also ein Oberteil und eine Hose geknickt. Und jetzt liegt sie da. Kann mir jemand helfen beim Aufräumen? Bitte. Und du hast mich versteckt. Leck, mach mal auf, ich habe die Überraschung. Du hast mein Henker. Mein Gott, Schicki hat dich gegessen. Oh Gott, mein Bauch tut weh. Leute, ihr Schicke sieht so nasty aus. Leute, soll ich mit Inga nach Tokio gehen? Fliegen? Schreibt in die Kommentare. Ich habe eh kein Geld und bin broke. Aber egal, Leute. Schreibt's rein, weil alle waren in Tokio. Ich will auch.